Seid recht herzlich gegrüßt, liebe Pyros, zu diesem ersten Unboxing-Video für Silvester 2017-2018. Die Hauptbestellung werde ich euch etwas später zeigen, da meine Vor-Silvester-Tage und generell Silvester sehr, sehr vollgepackt ist und ich wahrscheinlich gar keine Zeit habe, in Ruhe ein Video zu machen. Deswegen gibt es vorab hier mal von Tosh Pyro das Überraschungspaket 25€ mit Böllern gefüllt. Und jetzt kommt's, das ganze Paket wiegt einfach mal 8,6 Kilo. Das ist einfach übelst schwer, es ist auch echt groß. Das ist total krass. Ja, wir werden es jetzt mal aufmachen und mal gucken, was drin ist. Viel Spaß dabei. Ja, also, wie gesagt, Böllo Überraschungspaket. Wir gucken einfach mal, was hier so drin ist. Oh, das sieht ja schon mal echt geil aus. Also, wir haben hier die Black Panther von Pyro Factory. Das sind, wenn ich mich nicht ganz irre, Reibkopfknaller. Gucken wir mal schnell rein. Nee, sind tatsächlich ja, in Pyro Cracker Größe kleine Böller. Aber ja, auf jeden Fall schon mal ganz cool. Das Ganze haben wir, wie gesagt, zweimal. Des Weiteren haben wir hier Dynamitböller. Und zwar Dynamit C von Pyro Art. Da haben wir hier 5 Päckchen gleich mal drin. Also ganz schön viele. Dann bekommen wir hier den ersten Schinken. Und das sind Hürdenböller D von Explode. Ja, ganz nett. Durchgetrocknet sind die tatsächlich auch ein bisschen besser, wie ich empfinde. Habe ich mir sogar mal bestellt, weil es jetzt im Sonderpreis gab. Also haben wir jetzt quasi 2 Schinken davon. Dann haben wir noch mehr Dynamitböller. Das sind nochmal 5 Packungen, also 10 Packungen Dynamitböller. Und zu guter Letzt halt mal noch ein Superböller 2 Schinken, ne? Die Thunder Crackers von Explode, ein ganzer Schinken noch mal drin. Finde ich echt krass. Also bin ich überrascht. Also die Auswahl ist jetzt ein bisschen gering und ein bisschen beschränkt. Dadurch, dass es einfach 2 so eine große Schinken waren. Ich dachte, da ist mehr Kleinkram drin. Aber ich würde nicht sagen, dass ich enttäuscht bin. Gut, das packen wir hier gleich wieder rein. Dann war es das schon mal mit dem Überraschungspaket für 25€ von Tosh Pyro. Danke fürs Zusehen. Bye, bye.